Hallo und herzlich willkommen mal wieder zur Kreuzworträtselrunde. Und wir sind bereits bei Tag 6. Ich fühle mich so, als ob ich heute ein Kreuzworträtsel in unter 10 Minuten schaffen kann. Dementsprechend sollte ich mich mal so langsam ranmachen. Also fangen wir doch mal an. Moderner Musikstil könnte Rock sein, ist es auch. Animationsfilm von 2010 ist oben. Mensch. Läuft bisher Netzwerkrechner. Client ist das. Ja. Gut, dass ich IT-Wissen habe. Nahrung, Kost ist hier gemeint. Massagebehandlung. Abkürzung Katalysator. Huch. Ne, Cut mit K. Okay, das ist gemeint. Huch. Ein Blasinstrument. Das ist, wo kann man denn so überall? Eine Flöte kann man. Eine Oboe ist das bestimmt. Nee, diesmal nicht. Wiederholt. Anscheinend klappt das gerade nicht ganz so gut. So, einfach so bei Worten, ohne dass man schon Buchstaben hat, was einzutragen. Heimschule ist das Internat. Huch. Ja. Musik geht weiter. Und so weiter ist etc. Stadt und See in Nordamerika. Komme ich hier noch nicht drauf, aber haben wir bald. TV-Farbübertragungssystem. Ist nämlich NTSC. Gab es in Amerika. Hier war PAL. PAL. Verbreitet. Fragt mich nicht, was diese Abkürzungen bedeuten, bitte. Lehre vom Schall. Die Audiolehre. Nee, warte mal. EA ist Erstausgabe. Hätte ich jetzt einfach nur mal vermutet, weil. Ja. Halbwarm ist übrigens lau. EA steht ja eigentlich eher so für Electronic Arts mittlerweile. Die Katzen-Merchandise-Figur kennt jeder wahrscheinlich oder kennen viele wahrscheinlich noch. Das ist Hello Kitty. So, dann haben wir hier den Teddy, ist ein Stoffbär. Bindewort ist dann und. Wiederholt ist erneut. Dann Doktor ist damit gemeint der Arzt. Mineral ist Erz. Wird doch langsam. Eine Zugmaschine ist eine Lok. Machen wir mal hier weiter. Rechtmäßig ist dann wohl legal. Verdeckt. Habe ich noch nicht genug. Ach so, die Schalllehre ist die Akustik. Ja, das ist ja dann einfach. Ja. Landschaftsform. Nee, noch nicht. Das Epos von Homer ist, glaube ich, Ilias. Die Ilias? Das Ilias? Verdeckt ist getarnt. Also ich weiß, es gibt den Eriesee. Und das ist es auch. Ha. Himmelskörper ist ein Stern und dann ist die Landschaftsform das Tal. Die Hauptstadt von Peru. Brauche ich mehr Buchstaben? Brauche ich mehr Buchstaben? Wie gesagt, wie ich schon immer gesagt habe, Geografie ist nicht mein Steckenpferd. Schlussverkauf ist ein Sale. Und trotzdem weiß ich noch nicht, mit L, wie diese Stadt heißen könnte. Radioaktives chemisches Element. Nee, habe ich noch keine Ahnung. Brandrest ist die Asche.
So, Staat der USA. Aber langsam bräuchte ich dann die Ablage mal. Leverkusen ist wahrscheinlich LEV, genau. Dann ist die Ablage das Archiv. Ah. Hauptstadt von Peru ist dann Lima. Jetzt weiß ich so. Staat der USA mit vier Buchstaben ist Utah. Keimgut ist dann Saat. Radioaktives. Oh Gott. Radioaktives chemisches Element. Normalerweise müsste ich sowas wissen. Aber es ist nichts von denen dabei, die ich gerade kenne, tatsächlich. Estat, Ostat, Astat. Sagt mir alles nix. Nee. Astat. Okay. Mensch. So, die Massagebehandlung ist immer noch nicht das, was ich wüsste, aber die Lehre. Das ist ja komisch. Ich wüsste fast das Lösungswort. Ach so. Dann ist das ein U. Genau. Das Lösungswort ist Zyklus. Das haben wir schon mal. Ist. Der norddeutsche Fluss, der war mir tatsächlich. Ich weiß, es gibt auch eine Elster und nicht eine Alster, aber das ist nicht norddeutsch. Das fließt eher mehr so in der Nähe von. Also durch Brandenburg zum Beispiel. So, Blasinstrument ist dann das Horn gewesen. Ah. Berühmtheit ist ein Star. Teil der Wohnung. Das Bad. Huch. Oh, Verzeihung. Da bin ich jetzt doch glatt gegen mein Mikrofon gekommen. Mikrofon. Hellhaarige Menschen sind blonde. So, tatsächlich auch wieder, Onet-Kur, Anet-Kur. Nee. Inet-Kur. Das ist, wenn man sehr oft im Internet ist. Onet. Moment. A, E, I, O und U sind's alles nicht. Aber dann bleibt ja auch nicht mehr viel. Knetkur. Eine Massage. Ich habe ja noch nie von dem Wort Knetkur gehört. Wer sagt denn sowas? War das mal Jugendsprache? So, damit sind wir durch eins durch. Wie viel Zeit habe ich eigentlich daran jetzt verbraucht? Es waren, oh, unter 10 Minuten. Ja, dann versuchen wir das gleiche doch mal jetzt mit dem hier. Großvater ist Opa, wie wir wissen. Schwäbisch Hall weiß ich noch nicht. Englisch Laden ist Shop. Leergewicht. Das war Tara. Das hatten wir schon mal gehabt. Schnur weiß ich noch nicht. Schwäbisch Hall wird wahrscheinlich mit S beginnen. Und dann haben wir ein Hashing-Verfahren, SHA. Hätte man auch da oben schreiben können, das wäre dasselbe gewesen. So, Primaten sind Affen. Ein Wandbild ist ein Fresko mit K anscheinend. Vermutlich nicht in der Sprache, aus der es eigentlich stammt, aber ja, wenn wir die deutsche Version nehmen, dann ist das so. So, eine Schnur ist dann die Kordel. Die Glückspflanze ist wieder mal der Klee. Ständig dabei. Schwung ist auch Elan. Das Universum ist das All. Seitlich. Nein, noch nicht. Der griechische Buchstabe könnte zum Beispiel Beta sein, aber das wissen wir noch nicht. Dummes Zeug reden ist aber labern und dementsprechend ist es Beta.
Fischart. Ach, hier der französische Männername, den wir ständig hatten. Ist René, dann das Ad-Zeichen. Das ist ja mal wirklich schön. Da ist einfach nur ein Ad-Zeichen drin. Herrlich. Kasachische Hauptstadt. Oh, bei der belarussischen wusste ich's, da war es Minsk, aber hier weiß ich es noch nicht. Seitlich. Irgendwas mit Lage? Ach, wie hieß denn die Fischart? Vielleicht muss ich hier wirklich noch ein bisschen unschlüssig. Ja, das bin ich mir auch, was ich hier reinschreiben soll. Schwerreicher Mann ist ein. Passt das Wort oder ist das eher so eine. Nein. Okay, das wäre jetzt auch. Also, das Wort würde passen, aber ist nicht das Richtige. Okay. So, Pferderasse könnte alles Mögliche erstmal sein. Eine Feier ist aber ein Fest, dann machen wir erstmal hier weiter. Männliche Rinder sind die. Nicht. Nein. Achso. Geht ja auch gar nicht. Hätte ich auch definitiv merken können. Flusswiesen, Flusswiesen, Auen? Schatzi. Frauenkurzname. Ina? Inu? Nein. Ja, ich nehme auch das noch mal raus. Griechisch gegen, ja. Das ist natürlich Anti. So, Gebärdenspiel. Ist die Gestik. Dann sind wir hier oben schon mal mehr oder weniger fertig. Dann ist das hier die Rasur. Ein Einzeller. Ein Einzeller. Was ist noch mal ein Einzeller so alles? Stehende Gewässer. Sind das Seen? Ja, das sind Seen. Nordfriesische Insel. Ach, immer diese friesischen Inseln. Das weiß ich doch nicht. Ich kenne mich doch mit Inseln so nicht aus. Letzter Tanz. Boah, das ist jetzt schwerer als das andere, meiner Meinung nach. Tja, tja, wo kann ich noch weitermachen? Also wir hatten doch gerade schon mal ein Bindewort, das war und. Oder aber. Bert passt zumindest rein. Das wär's ja. Hasi ist gemeint, nicht Hase. Natürlich, weil I war ja hier richtig. Stadium, Stadium. Was könnte da gemeint sein? Was sind denn eigentlich noch männliche Rinder in dem Fall mit RE am Ende? Ach, übrigens, das Bindewort ist seit. So, Ausruf bei Schmerz ist Autsch. Wir kommen doch noch weiter. Ach, die Stiere sind gemeint gewesen. Ah, natürlich. Also mir würde da alles möglich. So. Stadion. Stadium. Was ist denn das? Chase? Nein. Jetzt bin ich gespannt, was da. Base? Nein, natürlich auch nicht. Schase mit sowas? Nein, das. Ahase? Ehase?
I-Hase, U-Hase, O-Hase. Natürlich nicht. Phase? Ich hätte echt. Ach so. Ja. Klar. Jetzt. Ich dachte die ganze Zeit an das Gebäude. Das ist ja fies. Aber dann hätte man eher Stadion gesagt und nicht Stadium. Ich wurde da wahrscheinlich vom Pokémon Stadium ein wenig, in der Hinsicht, wie soll man sagen, beeinflusst. Negativ beeinflusst. So. Jetzt gucken wir mal. Aset war es nicht. Abet, Atet. Ah, das hatten wir doch mal irgendwie letztens. Was war denn das nochmal? Alet? Das war die Fischart? Na gut. Okay, jetzt wird es langsam schwieriger für mich hier. Lesestoff. Schade, dass ich so wenig Buchstaben habe, weil sonst hätte ich Literatur irgendwie sowas. Lesestoff, was ist ein Lesestoff? Noch ein Buch natürlich oder irgendwas. Muss nicht zwangsläufig mehr ein Buch sein. Aber beim Einzeller fehlt mir leider auch was, aber... Letzter Tanz. Ich hätte sowas, also SCH, L, USS, aber das passt dann wieder nicht. Nee, keine Ahnung. Was ist das arabische Fürstentum? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schwerreicher Mann könnte auch ein Millionär, Billionär, aber das ist alles zu lang dafür. Das ist viel zu lang. Okay. Ist Katana auch eine? Nee. Ach, was ist denn die kasachische Hauptstadt? Das ist... Nee. Ich komme auch gerade wirklich nicht drauf. Vielleicht habe ich das auch noch nie gehört in meinem Leben und dann möchte ich mich für mein Unwissen entschuldigen. Dafür habe ich jetzt den orientalischen Titel endlich. Das ist damit gemeint. Also das ist das gewesen. Okay. Bringt mich beim Lesestoff um einen Buchstaben weiter, aber... Was ist denn hier noch ein Einzeller? Virus klappt sowieso nicht. Nee. Selbst als Mehrzahl nicht wirklich. Oh Gott, jetzt bin ich tatsächlich, Astana ist die kasachische Hauptstadt. Okay, gut. Ich hoffe, ich merke das. Ich merke mir das. Ich hoffe wirklich, ich merke mir das mal. Was mit seitlich gemeint sein soll. Tatsächlich,
Vielleicht bin ich gerade von dem anderen Rätsel so geflasht gewesen, dass ich das so gut hinbekommen habe. Burg am Rhein. Wie gut, dass man hier einfach durchprobieren kann, auch wenn man das nicht sollte. Oh Gott, auf das wäre ich ja fast nie gekommen. Lateral. Nutzt man auch eher seltener, aber ja. Ich probiere mal was. Okay. Burg. Gaus. Raus. Haus. Saus. Naus, Maus. Die könnten so auf so einfache Arten und Weisen dieses Wort erfragen, aber Burg am Rhein und die heißt Maus, hätte ich nicht gewusst. Oh Gott, ja, aber auf jeden Fall eine nordfriesische Insel, die auf Rum endet. Ich wünschte, ich wüsste es. Wenn die Insel, die nordfriesische Insel Gold heißen würde, wäre das auch sowas. Ah. Atrum, Abrum, Abrum, Erum, Azrum, Aurum hatten wir, Airum, Alrum, Arum. Irgendwann muss es ja mal das Richtige sein. Amrum. Okay, ja. Jetzt auf einmal macht es Sinn. Trotzdem. Puh. Pferderasse ist immer noch, hat noch gar keinen einzigen Buchstaben. So, unschlüssig könnte auch unentschieden sein. Ach Gott. Huch. Falsch rum. So. Ja, das war. Nein, ich will da sehen, wie da stehen haben. Die Lektüre war gemeint. Natürlich. Und jetzt weiß ich auch endlich, komme ich endlich weiter hier mit der Amöbe. Ich würde ja hier fast an Snob. Warte mal. Das wäre es auch gewesen, wenn Snob mit Doppel-B geschrieben worden wäre. Und warum muss man da unbedingt, nur weil man schwer reich ist, ein Snob sein? Nee, das hätte nicht unbedingt so. Hätte nicht sein. Ach nee, warte mal. Ich wollte eigentlich ja los. Wollte ich ja eigentlich am Ende hier haben, weil ich glaube, unschlüssig. Okay, alle Buchstaben, die ich da eingetragen habe, waren falsch. Interessant. Unschlüssig, unschlüssig. Was könnte man da los sein?
Also Punkt, Punkt, Punkt los wahrscheinlich. Oder fällt mir noch was zur Pferderasse ein? Ich trage mal irgendwelche Worte ein, damit ich weiß, okay, das O ist anscheinend richtig. Tatlos? Nein. Matlos? Nein. Dattlos? Saatlos? Es ist komisch. Och Gott, ich Depp. Es ist ratlos. Ja, ich glaube, ich bin so ein wenig jetzt momentan so raus. Apropos raus, ja, dieses Wort hier endet auf raus. Aber trotzdem, ich habe keine Ahnung, was dieser letzte Tanz sein soll. Nie von gehört. Also zumindest jetzt so nach den, es fehlen nur noch zwei Buchstaben am Anfang. Also entweder bin ich jetzt völlig verwirrt und kann schon gar nicht mehr nachdenken oder... Was könnte ein schwerreicher Mann denn noch sein? Ich trage jetzt einfach irgendwas ein. Tilob? Nein. Ach nee, das L hatte ich schon. Nee, das ist immer noch rot. Irgendwas mit Bob am Ende? Was haben die sich denn diesmal ausgedacht? Ja, ganz ehrlich, ich sehe schon nicht mehr die Etüde hier vorkommen, aber auf einmal... Aber irgendein schwerreicher Mann, der auf Bob endet. Ein Lobob. Aha. Ein Babob? Ein Nabob? Nabob? Oder was? Das Wort müsste ich erstmal googeln. Ich habe keine Ahnung, was das. Wo mir das jemals. Steht das überhaupt im Duden? Ich glaube, es kann ruhig im Duden stehen. Aber was hier heute für Worte vorkamen. Das ist ja. Wow. Hier, Alet, Nabob, das sind solche Beispiele dafür. Und die Pferderasse, also ich möchte ja am liebsten Salto reinschreiben, aber ein Salto ist doch keine Pferderasse, aber ich versuch's trotzdem mal, um eventuell drauf zu kommen, dass all diese Buchstaben falsch sind. Eine Pferderasse, die auf TO endet. Also, ich kenne sowieso nicht so sonderlich viele Pferderassen.
Das ist definitiv falsch geschrieben. Dementsprechend, also zumindest Deutsch ist es nicht. So, und hier kommt kein C rein. Das hatte ich schon rausgefunden. Ich schreibe hier wieder irgendwas rein, nur um weitere Buchstaben zu bekommen. Huch. Ja. C raus. Mir würden so viele Sachen einfallen. Also, wenn jetzt irgendein Wort rauskommt, weiß ich nicht, wo ich. Also, so bisher sind hier echt viele Worte drin gewesen. Kehr aus. Ehrlich, ich weiß nicht, wo man das gesagt hat, aber wenn das so ist, dann. Okay. Oh, und das arabische Fürstentum, da war jetzt kein ganz bestimmtes gemeint, das war einfach nur Emirat. Och Mann. Und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch die Pferderasse, aber was ist denn das? Rinto, Ginto? Also das N, das war schon mal richtig. Tinto? Pinto. Gut, was haben wir halt alles nochmal gelernt? Also was sollten wir uns merken? Fischart, Alet oder Alet oder Alet, von mir aus, wie es auch immer ausgesprochen wird. Fresco war okay, Shop war okay, Tara war okay, Anti war auch eigentlich okay. Dü-dü-dü. Lateral für seitlich. Das ist so eine Sache, also. Ja, klar, im Englischen kenne ich dieses Wort auch, aber ich hätte jetzt nicht so. Nee, also hätte ich nicht wirklich so. Und wir müssen uns die kasachische Hauptstadt Astana mal merken. Alle Mann zusammen am besten, damit ich euch mal gegebenenfalls fragen kann, wenn ich irgendwas nicht weiß. Schatzi ist ein Hasi, das war auch okay. Stadium, ja, hätte man drauf kommen können, dass damit Phase gemeint ist, hätte man nicht die ganze Zeit, oder hätte ich nicht die ganze Zeit an. Ein Gebäude gedacht. Kehr aus für den letzten Tanz. Kommt drauf an. Also ich weiß, ich werde nicht so wirklich viel tanzen gehen, dementsprechend. Und ich gehe auch relativ früh ins Bett, dementsprechend. Ich würde es mir nicht merken. Das Emirat hätte, das hätte echt, das hätte sitzen können. Ich habe da wirklich jetzt so gedacht, so geografisch, oh Gott, was ist denn so im arabischen Bereich, was sind da für Länder oder Gebiete? Aber auf Emirat so als allgemeines Wort bin ich überhaupt nicht gestoßen, bis dann irgendwann mal das E hier da stand. Wow. Ja. Also wieder irgendwie geschafft, mehr schlecht als recht. Zeitlich war es ja auch mehr schlecht als recht. Ich glaube. 20 Minuten haben diesmal für diese Art von Rätsel nicht gereicht. Ich hoffe mal, nächstes Mal bin ich wieder besser. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bye bye.